Yo, yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier, heute mit einem Volcanic Review. Da ja am Wochenende Volcanics ein bisschen getoppt haben, hier und da. Also YCS in Amerika und in Deutschland auch ein paar Turniere. Deswegen werden wir uns heute mal das Deck anschauen. Denn wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr keinen Plan, was das überhaupt kann. Deswegen heute das Review. Also, das sind alles Feuermonster und Pyro, glaube ich, was beides keine Rolle spielt. Also Feuer vielleicht, um Blaster zu spielen, aber ansonsten nicht bedeutend. Dann, was mit dem passiert, wieso sind die auf einmal gut? Zuerst haben die eine neue Falle bekommen aus dem neuen Set. Die schauen wir uns später nochmal genauer an. Und was machen Volcanics genau? Also wie ich das mitbekommen habe, ist das halt ein Control-Deck, das mit ihrer Engine langsam immer Plus aufbauen kann, während es eben auch ein bisschen Burn-Damage macht. Und dann töten die dich halt langsam, aber sicher. Und die können halt in der gegnerischen Runde, beziehungsweise wann sie wollen, Dark Hole und Rageki ähnliche Effekte aktivieren. Kommen wir zu der Engine. Habe ich rechts mal angezeigt. Das sind ungefähr 7 Karten, also die Zauberkarte da, Wildfire, muss man nicht unbedingt spielen, also 6 bis 7 Karten ist die komplette Engine. Dann fangen wir mal an mit der ersten Karte, Volcanic Rocket. 1-9 Beatstick, 4 Sterne, wenn er beschworen wird. Egal wie, also Normal und Special Summon, kannst du eine Blaze Accelerator Karte von deinem Deck oder Friedhof sogar auf die Hand nehmen. Dass du es auch aus dem Friedhof holen kannst, ist halt richtig krass, weil da musst du nicht mehrere Kopien spielen, also kannst du eine spielen und musst nicht 2 weitere tote Kopien spielen und dann immer aus dem Grave recyceln. Damit holt man sich halt die neue Falle, weil die auch Accelerator-Karte ist. Und wie ihr sehen könnt, also die alten Blaze Accelerator-Zauberkarten werden gar nicht gespielt, weil die halt scheiße sind. Und allein die neue Falle macht's aus. Die nächste Karte ist Volcanic Scattershot. Ihr Effekt ist, wenn sie auf den Friedhof gesendet wird, erhält der Gegner 500 Schaden. Und wenn sie durch einen Blaze Accelerator-Effekt auf den Friedhof geschickt wird, kannst du 2 weitere Scattershots von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof legen und alle Monster vom Gegner zerstören. Sprich, mit der Falle kannst du das in jeder Runde machen, also auch in der gegnerischen. Dann haben wir Volcanic Shell. Die Karte ist halt da, um deine Engine zu starten. Ihr Effekt ist, einmal pro Runde kannst du 500 Lebenspunkte zahlen und einen Volcanic Shell von deinem Deck auf die Hand holen, wenn diese Karte in deinem Friedhof ist. Sprich, dadurch hast du halt immer was zum Abwerfen für die Accelerator-Falle. Und du hast was im Friedhof für diesen einen, über den wir später noch reden werden. Dann haben wir als letztes von den Volcanics Volcanic Counter. Sein Effekt ist, wenn du Kampfschaden erhältst, während diese Karte im Friedhof ist, kannst du ihn und eine weitere Feuermonsterkarte aus dem Friedhof verbannen und dein Gegner erhält dieselbe Anzahl an Schaden. Ist halt ganz gut, weil du immer ein bisschen Burn Damage machst mit diesen Scattershots, dann halt immer Dark Hole oder Rageki Effekt auf sein Feld machst und ein bisschen angreifst für 1-9 und so. Und dann kommt der Effekt halt zum Finishen. Vor allem gut gegen Clifford, weil die ja immer Lebenspunkte zahlen, um was zu searchen, dann finishst du die. Dann haben wir Royal Firestorm Guard. Ist kein Volcanic, aber gehört zu der Engine. Wenn er Normal beschworen wird, kannst du 4 Pyro Monster aus deinem Friedhof zu günstig Stack mischen und dann 2 Karten ziehen, also Instant plus 2. 1-7 Beatstick ist auch nicht schlecht. Und kannst halt deine Scattershots recyceln, um den Effekt öfters zu benutzen. Und Volcanic Shells ist halt selber auch Pyro, sprich, du kannst auch ihn recyceln. Endlos. Als nächstes haben wir Wildfire. Die, wie gesagt, ist optional, spielen nicht alle. Der Effekt ist, du kannst 500 Lebenspunkte zahlen, zerstöre eine offene Blaze Accelerator Karte und dann zerstöre alle Monster auf dem Feld. Danach kannst du ein Wildfire Token mit 1000 specialen. Schnellzauberkarte kannst halt in der gegnerischen Runde aktivieren und ist echt nicht schlecht, finde ich. Dann kommen wir zu der neuen Karte, die das Deck wieder spielbar gemacht hat. Und zwar heißt die Blaze Accelerator Reload. Ihr Effekt ist, der Name dieser Karte wird zu Trap Blaze Accelerator. Das juckt, glaube ich, keinen. Dann während der Main Phase jedes beliebigen Spielers kannst du eine Volcanic Karte von deiner Hand auf den Friedhof senden und dann eine Karte ziehen.
Sprich, du kannst immer diese Hüllen auf den Friedhof senden und dann hier einen Effekt aktivieren, um eine auf die Hand zu holen und dann wieder auf den Friedhof senden, um eine Karte zu ziehen. Also sehr viel Plus und sehr viel Card Draw Power. Und dann hat sie noch einen letzten Effekt, und zwar kann man ihn auch in beiden Runden aktivieren. Und zwar, wenn er im Friedhof ist, kannst du die Karte banishen vom Friedhof und eine Vulkanikarte vom Deck auf den Friedhof schicken. Sprich, selbst wenn der Gegner MST oder so drauf gemacht hat, hast du die Option, Shadow Shot auf den Friedhof zu schicken, um das gegnerische Feld zu sprengen. Das heißt, der Gegner muss immer Angst davor haben, sein Feld zu verlieren und kann halt nie abgehen und expanden. Und das ist, glaube ich, eine der großen Stärken von dem Deck. Scheint echt interessant zu sein, das Deck. Control gefällt mir immer. Und ist immer schön, neue, interessante Decks zu sehen, die erfolgreich sind. Mal was anderes als immer das Meta. Ich werde mir das Deck auf jeden Fall mal genauer anschauen und testen. Könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr das Deck findet, ob es Potenzial hat oder nicht. Und ansonsten war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und unsere anderen Videos abchecken. Und ciao.